Guten Morgen. Ich bin heute Nacht hier im Busbahnhof gewesen, habe übernachtet. Ein lieber Hauswärter hat mich gelassen. Und es war sehr, sehr gut und sehr, sehr warm hier. Und jetzt geht's weiter. Also Gott vergelt's ihm. Denn er hat extra für mich aufgeschlossen. Das geht mir einfach immer nach, wenn die Leute so nett sind, so herzlich und wie dadurch irgendwie auch Gott mir seine Liebe erweist, wenn ich mal so nennen darf. Bis hierher hätte ich gerne gestern gekommen, war aber wegen Gegenwind aus nördlichen Richtungen nicht möglich und jetzt aber hat die Straße einen Knick gemacht. Es geht Richtung Debrecen. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich habe hier so ein windgeschütztes Plätzchen gefunden für Mittag an der Theiß. Da hinten sieht man die Brücke und es gibt jetzt eine doppelte Portion Yum-Yum-Suppe. Dazu eine Dose Thunfisch und eine Scheibe Brot und dann habe ich einfach knabber ich einfach noch ein bisschen vom Suppengemüse, was dazu ich noch ein bisschen Rohkost habe. Die Wildgänse warten alle auf den Südwind. Ich habe wieder einen Windschutz gefunden, juhu! Und das ist eine gute Zeit, um ein wenig Snack zu halten. Gerade hier lokal gekauft, sowas wie ein Nuspli oder so. Und leider kein Vollkornbrot, aber egal.